Also es geht um Geheimagenten, und zwar geht es einmal um Lance Sterling, den man da in der Mitte sieht mit dem Schnauzer, und der ist quasi der größte, der beste Geheimagent der Welt, ja. Und ich spiele Walter Beckett, der ist da links zu sehen, so ein kleiner Wissenschaftler, so ein Nerd, der im untersten Geschoss von Lance Sterling mitarbeiten darf und immer ausgelacht wird und als Nerd bezeichnet wird, weil er Gadgets entwirft, die zur Beseitigung der Bösen führen, aber die total friedlich sind. Es sind keine Waffen mehr, mit denen man Leute umbringen kann. Und er möchte einmal so toll werden wie Lance Sterling und entwickelt zu Hause in seiner Wohnung einen Trank, um Menschen in Tauben zu verwandeln. Lance Sterling kommt nach Hause zu ihm und außerdem trinkt er dieses Wasser, diesen Trank, und nicht ein Glas Wasser, und wird zu einer Taube. Und so müssen sie zusammen die Welt retten, weil er natürlich als Taube das nicht mehr machen kann. Und deswegen darf ich, Walter Beckett, mit ihm die Welt retten. Was ich an Walter Beckett total toll finde, ist, dass er Gadgets entwirft, dass er als Nerd bezeichnet wird von allen, weil er friedliche Waffen entwickelt. Ja, und das finde ich total süß, und ich finde es total schön, wie man als Zuschauer durch diesen Film geht mit Walter Beckett und immer diese ganzen Gadgets erlebt und was Walter Beckett daraus macht. Man sieht einen Kugelschreiber, man sieht ein Kuscheltier, und man kann sich auf alles freuen, was Walter aus diesen Dingen zaubert. Ich glaube, immer wenn man sich für eine Sache extrem doll interessiert und sich mit den Dingen auseinandersetzt, ist man ein Nerd. Und ich bin definitiv ein Film-Nerd. Also ich bin schon, ja, man kann mich schon als Nerd bezeichnen. Ich liebe es, Filme zu gucken, ich liebe es, Filme zu interpretieren, zu analysieren. Und wenn ich aus dem Kino gehe mit meiner Familie, sagen die, ja, das war ein schöner Film, und ich könnte irgendwie 2 Stunden drüber reden und über jede Kameraeinstellung, und das macht mich zu einem Nerd. Ich liebe es. Es ist das Schönste, was es gibt. Naja, also wir haben uns schon sehr an Tom Holland orientieren müssen, ja. Was aber, es gibt schlechtere irgendwie Partner, an denen man sich zu orientieren hat als Tom Holland. Der hat das schon großartig gemacht. Ich habe natürlich versucht, so viel Eigenes wie möglich reinzubringen, aber das passiert schon durch die eigene Stimmfarbe. Und bei einigen Dingen wurde auch mir eine eigene Interpretation gestattet. Genau. Ich finde am anstrengendsten zu schreien, weil man das dann nicht nur einmal macht, sondern ein paar Mal. Und da muss man schon irgendwie richtig schreien können, damit die Stimme nicht versagt. Und atmen. Das ist total, man muss ganz oft atmen. Einfach nur, wenn man durch die Gänge geht, ja, wird mitgeatmet. Und da macht der Kreislauf sofort schlapp. Das ist sehr viel Trinken. Teamarbeit ist das A und O. Du kannst nicht erfolgreich werden, wenn du nicht Leute hast, die dich begleiten, ja, und die dich unterstützen. Und gerade auch am Set ist es ein ewiges Miteinander. Und du bist für deine Aufgabenbereiche verantwortlich, aber du brauchst die anderen ganz doll, damit du deinen Job ausführen kannst. Ich würde mich total gern in ein... Ich würde als erstes Jaguar sagen, weil Jaguar mein Lieblingstier ist, aber ich würde mich auf jeden Fall in ein Tier verwandeln, das fliegen kann, weil wir das halt nicht können. Ja, lass es Papagei sein, weil dann kann ich trotzdem noch kommunizieren. Naja, das Tolle an Tauben ist ja, oder der Vorteil einer Taube ist, dass sie von allen unterschätzt werden, glaube ich, und dass alle Menschen Tauben als die Ratten der Lüfte bezeichnen, was auch gleichzeitig der Nachteil sein kann, weil du einfach nicht beachtet wirst. Aber du hast halt die Möglichkeit, als Taube so ein bisschen unbemerkt durch die Gegend zu laufen, ein bisschen mehr undercover zu sein als Prachtvogel zum Beispiel. Und die sehen ja fast 360 Grad, ne? Also ich habe ja, ob das schön ist, weiß man auch nicht, aber... Ich bin mit Disney groß geworden und ich liebe Disney, und ich könnte dir alle Disney-Filme aufzählen, und ich finde sie alle toll. Genau, zuletzt natürlich irgendwie auch Frozen, ja. Ich freue mich ganz doll auf den neuen und habe tatsächlich Coco auch als einer meiner Lieblings-Disney-Filme bezeichnet.
Frozen 2 habe ich sofort gesehen. Zu 10 mit 9 meiner Freunde. Ja, ja. Und dein Urteil? Meiner Meinung nach hat es den ersten Teil noch getoppt. Mhm. Okay, Spion Undercover handelt tatsächlich vom Teambuilding, ja, dass du es nicht alleine schaffst. Du kannst keine Ego-Nummer durchziehen, um an die Spitze zu kommen. Es handelt auch von der Akzeptanz, Leute, die vielleicht unter dir stehen, und von Liebe und davon, dass man auch Dinge oder Wesen wertschätzen sollte, die man eigentlich nicht in seine Favoritenliste packt. Das Schöne an Weihnachten für mich ist, dass jeder Weihnachtstag exakt gleich abläuft. Also der 24. ist von Aufstehen bis zu Bett gehen jedes Jahr das Gleiche. Und wir essen Raclette und wir singen und wir erzählen Gedichte uns gegenseitig und spielen.